Wie ist Petra Frankenfeld gestorben? Virusinfektion war Petra Frankenfeld Todesursache. Frankenfeld Peter stirbt im Alter von 65 Jahren. Eine Virusinfektion setzt ihm zu. Am 4. Januar 1979 stirbt Peter Frankenfeld in Hamburg, Deutschland. Welche Krankheit hatte Peter Frankenfeld? Als mein Vater im Herbst 1978 an Herpes zoster einer Gesichtshaut erkrankte, hatte seine geschwächte Konstitution dem Virus wenig entgegenzusetzen. Begleitet von grauenhaften Schmerzattacken, das Virus hatte auch den Tegel-Nerv befallen, zeichnete die Krankheit seine Gesichtshaut vom 5. Januar 2019 der letzte Stand. Warum wurde Peter Frankenfeld beim ZDF entlassen? Das Kürzel für ZDF steht für das deutsche Fernsehen. Es scheint, dass in unserer heutigen, schnelllebigen Zeit Fernsehshows nicht mehr kenntlich genug vorbereitet werden. So urteilte man im Jahr 1993 in der TV-Zeitschrift Wurzeln. Was macht Thomas Frankenfeld? Thomas Frankenfeld arbeitet seit 35 Jahren als politischer Journalist. Der Diplom-Politologe, Sohn des Entertainers Peter Frankenfeld, war Außenpolitikchef und auch Chefautor des Hamburger Abendblatts. Frankenfeld ist mit der Journalistin Bettina Mittelacher verheiratet gewesen. Das Paar lebt in Wedel und hat einen Sohn. So. Petra Frankenfeld war ein deutscher Schauspieler, ein Showmaster und ein Sänger. Er wurde am 31. Mai des Jahres 1913 in Berlin-Kreuzberg geboren. Als Willi Julius August Frankenfeld. Mit dem Ende von Frankenfeld mit Betty. Gestorben ist am 4. Januar 1979 in Hamburg. Er war ein Schauspieler und Sänger und bedeutender die deutsche Radio- und Fernsehunterhaltung nach heute prägender Entertainer. Peter Frankenfeld im Jahr 1975. Auf der Bühne der Showmaster Peter Frankenfeld. Links und das Speedway für Heidegger Müller rechts im Jahr 1975. Peter Frankenfeld begann seine Karriere an Berliner Varietés und wurde in den 1950er Jahren durch das Radio in ganz Deutschland bekannt. Er schuf mit 1:0 für sie die erste Spielshow im deutschen Fernsehen, der weiter erfolgte. In den 1960er Jahren sorgte er mit Vergiss mal nicht für die erfolgreichste Show des gerade erst gegründeten ZDFs und hatte damit wesentlichen Anteil am Aufstieg dieser Sendeanstalt. Dennoch wurde die Sendung 1970 überraschend eingestellt, sodass sich der tief gekränkte Frankenfeld einige Zeit mit Just auf Töten begnügen musste, bis er 1975 die Musik ist Trumpf bekam, die er bis zu seinem Lebensende im Jahr 1979 mit großem Erfolg präsentierte. Während der gesamten Fernsehzeit blieb er auch dem Hörfunk treu und ging häufig auf Tournee. Er heiratete im Jahr 1956 die Schauspielerin und die Sängerin Loni Kellner und arbeitete mit ihr bis zu seinem Tod zusammen. Sein Leben, seine Hörfunksendungen, seine Fernsehsendungen, seine Bücher, Filmografie, Diskografie und seine Ehrungen. Beginnen wir mit seinem Leben.
sein Name. Frankenfelds Vornamen Philly, Julius und August waren zur Zeit seiner Geburt sehr beliebt gewesen. Sie gefielen ihm aber alle drei nicht. Er schwiegen ihr im Alter von 25 Jahren den damals populären Namen Petra verwendete. Zunächst in Gestalt von Phil Peter, wenige Monate später nur noch Peter. Dabei ließ er auch in den letzten Buchstaben des Nachnamens entfallen. Mit 42 Jahren folgte dann die amtliche Eintragung des Namens Peter Frankenfeld. In seinem Freundeskreis trug er den Spitznamen PF. Seine Kindheit. Peter Frankenfeld in der Mitte vor dem Laden seiner Mutter. Seine Eltern. Der Vater Max Frankenfeld mit DT stammte aus Stolp, hatte um die Jahrhundertende Mechaniker gelernt und war als Mechanikermeister nach Berlin gegangen. Dort arbeitete er als Werkmeister und Lehrlingsausbilder bei David und Herz, einem Hersteller chirurgischer Instrumente. Frankenfeld beschrieb seinen Vater als besessenen Mechaniker, der eine T-Bank beheimatete für die mechanische Zeit zwischen Samstagabend und Montag früh. Max Frankenfeld zog sich im Ersten Weltkrieg eine teilweise Lähmung der rechten Hand zu, konnte aber als Kriegsbeschädigter weiter seiner Arbeit nachgehen. Hedwig Frankenfeld, geborene Sawatzki, stammte aus Graudenz, hatte Porzellanverkäufe angelernt und war in die Reichshauptstadt gezogen, um eine Anstellung zu finden. Dort begegnete sie Max Frankenfeld, den sie im Jahr 1910 heiratete. Sie zog wegen des Krieges von Berliner Stadtrand in den Stahlauer Kiez, der ab dem Jahr 1920 zum Groß-Berliner Bezirk Friedrichshain gehörte, einem dicht besiedelten Arbeiterbezirk, um in der Bödecker Straße 33 ein Ladengeschäft zu eröffnen. Für Zigarren, Rauch, Kau, Schnupf, Tabakke und einen öffentlichen Fernsehsprechapparat. Solche Läden existierten in großer Zahl, dennoch ermöglichte das zusätzliche Einkommen der Familie nach dem Krieg einen zwar bescheidenen, aber überdurchschnittlichen Wohlstand. Frankenfeld beschrieb seine Mutter als Verkäuferin mit Leib und Seele. Sie habe ungeachtet der Mehrarbeit den Tabakladen voller Vorfreude eröffnet, nicht nur im Hinblick auf die Mehreinnahmen, sondern auch wegen der Kundengespräche. Seine Geburt. Peter Frankenfeld wurde in einer Klinik in Kreuzberg geboren und verbrachte seine ersten Lebensjahre in einem zwei Jahre vor seiner Geburt errichteten Mietshaus in Hummelsburg, Ruprechtstraße 32. Er war das zweite Kind von Max und Hedwig Frankenfeld, deren erster Sohn Hans wenige Monate zuvor verstorben war. Es folgte noch Peters Bruder Kurt. Er war beim Zirkus, Ausbildung, Hotelpage, Maler, Selbstständigkeit und Werbeagentur, Malerei, Bühnenauftritte, Kabarett, der Komiker, Militärdienst, Oldenburg und Berlin, die Ostfront, bei den Amerikanern als Dolmetscher und Entertainer. In Frankfurt variierte